Und damit ein herzliches Moin und willkommen zurück zu Far Cry 5. Meine lieben Freunde und Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg zum Yachthafen, zu Adelaide. Und... okay, das sieht ja... ah nee, ah, das ist die Tierpräparation. Diese eine Dame, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt. Okay. Dann nehmen wir aber auch mal den Yachthafen ein. Habe ich einen. Ich habe keinen Wasserhelikopter, ne? Aber egal. Weißt du was? Wir nähern uns mal zu Fuß der Geschichte. Okay, was ist das? Okay. Was bitte war das? Ich geh's an. Wir haben Ärger. Alles klar. Oh, plündern. Meat Wagon. Fleischwaggon. Egal. Elch. Und Bison. Schieß nicht auf mich! Rücke aus! Deck mich! Jagt mich aus! So. Ach, schön. Ich mag den Headshot-Sound. Der Adelaide beim Yachthafen. So ein bisschen. Aber so... tot. Okay, so, die haben wir. Lass mal den da mitnehmen. Hoffentlich sehen wir dich bald wieder. Okay, bin unterwegs. Erster Soldat, mal gucken, was wir unterwegs. Da alles können. Die machen mich fertig! Da. Allmächtiger, lass mich nicht hier sterben! Nein, nein. Der Allmächtige kommt. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ja, ich komm doch schon. Mann, bist du ein Lappen. Hilf mir! Bitte! Das war knapp. Vielen Dank. Unterwegs! Gib mir Deckung! Ja, alles klar, dann mach das mal. Feinde, pass auf! Karl, den lassen wir liegen. Komm, nix. Wir können rüber. Okay. Lass dich diesmal bitte nicht anfahren. Ein Glas rausholen. Ein scharfer Schütze. Das sind drei. Das ist der Alarm. So ein dicker, alles klar. Da ist der nächste Alarm. Okay, Jay Fry ist wieder verfügbar. Da. Gut. Jetzt so erstmal bei. Schalten wir den da aus. In sein Schädel. Position. Ah, mach das. Fuck. Okay, das ist ein Dicker.
dachte, den kriege ich mit einem mit so einem schönen Header runter. Ja. Greife an. Mach Deckung. Nein. Wollte eigentlich. Ah, Mann. Klatsch. So. Wir dürfen keinen Alarm auslösen. Und die haben Alarm ausgelöst. Nein. Mist. Was? Verstärkung kommt kaputt! Okay. Wo war der Alarm? Da. Guter Schuss! Ja, danke. Der letzte Kugel. Ui. Wir schicken Boote mit Verstärkung. Dein Vater konnte dich nicht retten. Was? Wow. Ach, Mist. So. Ja. So. In den Schädel. Guter Treffer. Halleluja. Mit einer Schaufel bewaffnet. Wie süß. Quatsch. Ach, schön. Dummer Flieg. Ich muss gestehen, ich hätte nie gedacht, dass wir es so weit schaffen würden. Aber du trägst diesen Kampf zu Faith und sie weiß, dass sie ihn verliert. Also weiter so. Und vergiss mir Burke nicht. Falls du den Marshall da draußen rumwandern siehst, dann schnappst du ihn dir, Rookie. Ich hätte noch eine Herausforderung, wenn du willst. Wir müssen ihn aus dem Bliss rausholen. White House Ende. Ich habe einen Auftrag für jeden Angler, der Zeit hat. Komm her, Sahneschnittchen. Hey, ich brauche deine Hilfe. Hab von der Sache im Gefängnis gehört. Weiter so. Jo, mache ich. Adelaide Dropman, freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ich rechne dir hoch an, dass du mit dem Hafen geholfen hast. Aber Schätzchen, ich habe ein Problem. Diese Peggy-Scheißkerle haben meine Tulip. Das ist der wendigste Helikopter auf dieser Seite von Montana. Und ich will verdammt sein, wenn diese Fick-Trompeten sie mir abnehmen. Ich habe den Vogel fair und legal bei meiner Scheidung gewonnen. Diese wandelnde, erektile Dysfunktion, die sie geklaut hat, hat sie in diesem furchtbaren Peggy-Mayonnaise-Ton lackiert. Du kannst sie also nur finden, indem du ihren Piloten identifizierst. Das sollte nicht allzu schwer sein. Alle anderen Vögel in der Gegend werden von Frauen gesteuert. Wir sind früher immer an den Wochenenden zusammengeflogen, aber damit ist Essig, seit diese Donnerfotzen bei Eden's Gate sind. Ich hätte also kein Problem damit, wenn du ihnen zufällig ihre verlogenen Hackfressen wegschießt. Also, was ist, Schätzchen? Du hilfst mir und im Gegenzug stehen Tulip und ich dir jederzeit zur Verfügung. Danke, dass du meinen Knastbrüdern geholfen hast. Ich hätte noch eine Herausforderung, wenn du willst. Alles klar. Und die da hatten noch eine Herausforderung für mich. Ich habe einen Auftrag für jeden Angler, der Zeit hat. Am Yachthafen schwimmt ein riesiger Albino-Fisch herum. Die Einheimischen nennen ihn Ragnar den Schrecklichen.
Die Leute versuchen, Ragnar schon ewig zu fangen. Aber der ist verdammt stur. Er treibt sich gern an der kleinen Insel da drüben rum. Es wäre gut für die Moral, wenn ihn endlich mal einer fangen würde. Ich glaube, du hast, was man dazu braucht. Okay. Ragnar der Schlechten. So. Das ist das Herz von Adelaides Immobilienimperium. Wenn die Liberalen mir meine Waffen nicht abnehmen konnten, dann diese Peggys erst recht nicht. Nicht abgeschickter Brief. Lieber Mr. Herc Senior. Das ist ein Entschuldigungsschreiben dafür, dass ich ihr Bagger-Ding gecrashed habe und in ihrer Ex-Frau schlafe. Das mit dem Bagger tut mir leid, aber das andere nicht. Nicht so ungut. Sobald Eddie den neuen Yachthafen eröffnet, kriegen sie gratis Smoothies und alle Vitamine, die sie für den Rest ihres Lebens brauchen. Freunde, denken Sie dran, zornig sein ist eine Entscheidung. Tschüssi, Xander. Ach du Scheiße. Moment. War das... Atme besser nicht zu viel von dem Nebel. Gute Arbeit. Wir haben zusammen... Weißt du, ich glaube, wenn diese Seeds sich besser und ausgewogener ernähren würden, dann wären sie nicht so abgefuckte Psychos. Was du isst, hat Einfluss auf alles, was sich in dem Hirn so abspielt. Ist doch klar. Schau mich an. Ein ganz normaler Typ. Gesunder Körper, gesunder Geist. Ich glaube, die habe ich schon mal gemacht. Am Tag sieht es irgendwie anders aus. Ich könnte das Spiel den ganzen Tag spielen. Ja, du was könntest man mit das spielen. Deiner Sorte tun könnte. Ja. Schön. Wow. Da waren immer Explosionen, das ist schlimm. Wunschliste für den Yachthafen. Wenn du da am Anfang keinen Erfolg hast, dann freue dich über deine Steuerbeschreibung. Steuerabschreibung. Kirkpatrick. 20 Suiten, exklusiv, luxuriös, nicht zu viele für den See. Was? Abgestaltung. Zartrosa? Millennials stehen drauf. Oh, schön. Alles klar. Smoothies. Ja, ich bin's. Jetzt sperr mal schön die Lausche auf. Schlimm genug, dass dein kleiner Gigolo in meinem gottverdammten Yachthafen wohnt. Aber wenn du weißt, was gut für dich ist, lässt du ihn nicht in die Nähe von meinem Lieblingsspielzeug. Und nein, das ist keine Drohung. Also erzähl deinem verfluchten Anwalt bloß nicht, ich würde dir wieder drohen. Sonst schieße ich dir... Kugeln und Schnaps werden knapp. Das ist nicht richtig. Das ist fantastisch. Es kommen ständig neue Sachen hinzu. Schön. Ich frage mich, wer hier die ganze Zeit rumfunkt. Wechsel die Position. Was? Klar. Das hat sich doch jetzt erledigt, Leute. Chillt mal. Erstmal Ruhe. Mission, zack, zack. Alles in allem war das gar nicht so schlimm. Nö, würde ich auch sagen. So, ich steige mal wieder inne. Danke fürs Warten. Jo, kein Thema. So, welcher ist denn am nächsten? Der da. Oder? Jo. Wer schießt denn da? Egal. Mal den Tiefflieger. Was? Ich frage mich ja, wann diese Faith wieder auftaucht, ne? Ui. Da war gerade eine Schlange zu hören. Unterwegs. Ja.
Finde den Piloten. Psst. Wir müssen leise sein. Keep on, draußen bleiben. Wenn eine Frau am Knüppel sitzt, mach sie kalt und such weiter meine Tulip. Und tot. Ich hatte seit jeher mit Leuten wie dir zu tun, welche die unschuldige Fans unterschätzen. Jetzt ist er tot. Hey Schatz, nicht vergessen, du suchst nach meiner Tulip und da sitzt ein verwanzter Typ hinterm Knüppel. Bleib dran, Schätzchen. Ja, mach ich. Ein Kind mit kindlichen Gedanken. Das war aber ein guter Querschläger, du. So. Ja, alles gut. Was? Ein Tutor. Okay. Ekelhaft. Ja, finde ich auch. Das ging alles so schnell. Beeilung, bevor sie anfangen zu stinken. Ah, ja, mag ich. Hört das Wort. Bla 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 bla. Alles klar. Ein Schrein, schon wieder. Im Bogen. Nehmt euch ein Zimmer. Was? Kennst du mich? Ich weiß, wie das hier enden wird. Hier ist Geballere. Oh, hier geht's. Wenn ich sterbe, wenn du reiset den Herrn. Danke, Deputy. Ja, bitteschön. Sektennotiz. Blablabla. Okay. So viele von diesen Bastarden ausschalten. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg zum nächsten Punkt. Dann nehmen wir unseren Schraubokopter. Bin dabei, los geht's. Alles klar. Ja, bisschen die Bäume abrasiert. Läuft. Kannst du mal sagen. Das kannst du sagen. Okay, 600 Meter. Kurz vorher werden wir mal landen. Feinden Sie! Hör wo? Hey Katze. Katze verschwindet. So, wo ist das nächste Opfer? Bin unterwegs. Ich auch. Peggy ist im Visier. Ah. Da kann ich nicht hoch. Unterwegs. Ist da nur einer oder was? Thank you.
Schippido. Oh, da gibt's ein Prepper-Versteck auch noch. Sehr geil. Im Suchgebiet. Greife an! Läufst du hin, Junge? Dem Vater sei Dank. Schätzchen, wenn du eine Pilotin siehst, fliegt sie nicht meine Tulip. Schalt die Verräterin einfach aus und such weiter. Okay, da sind ein paar mehr. Wechsel die Position. Das hat keiner gesehen. Oh Mann, will ich das wirklich sehen? Was zur? Ich geh schnell rein. Jupp, mach mal. Unterwegs, gib mir Deckung. So. Ich geh an den Maser. Verstanden. Oh, bisschen plündern. Ich rücke vor! Warte auf die Fahrt! Augen auf! Die neben dem Gebäude! Okay, den haben wir. Ich frage mich ja, was er für Fähigkeiten hat, aber egal, das warten wir aber mal ab. Danke. Oh, die machen gerade einen Dogfight. Schlimmer. Wechsel die Position. Wow. Ich glaube, er verliert. Ich hatte seit jeher. Tod von oben. Du siehst, was du sehen willst. Den verspielten Schulter. Ein Kind mit Kind. Ich greife das Ziel jetzt an! Okay. Hau, 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 hau. Und während ihr nicht alle informiert habt, gib mich noch nicht auf! Euch vorbeigelaufen. Ich komme von oben! Ich hab den mal hoch. Mir geht's gut. Danke. Weißt du was? Oh. Ist ihm der Sprit ausgegangen? Okay. Weißt du, Faith? Du nervst. Verschwinde. Das ist nicht die Zeit für Albernheiten. Ja, Entschuldigung, ich sehe sie, du nicht. Prepper-Notiz. Ein Trupp vom Widerstand hat sein Lager oben auf dem Raptor Peak aufgeschlagen. Aber ja, okay. Sehr schön, das nehmen wir auch gleich, aber... Ah, cool. Schönes Bild von uns. Das nehmen wir gleich. Gibt's hier noch was zu entdecken? Nein. Au. Schade, ich dachte, es wäre wieder so ein... Hey, hier, ich bin Faith und dachte, wenn du willst, gehst dann... ohne mich. Nö. Wenn du willst, dann quatschen wir immer eine Runde. Nur du und ich. Ach ja, gut. Auf zum nächsten Punkt. Und bis dahin schalte ich mal kurz auf Pause. Bis gleich. Alles klar, liebe Leutchen. Jetzt sind wir... in der Adelaide's
Adelaides Helikopter. Wenn du den Bastard findest, warte, bis er gelandet ist. Und dann reiß diesem Schweinehund den Arsch auf und bring meine Tulip nach Hause. Tu bloß meinem süßen Heli nicht weh. Nö, nö. Das kriegen wir wohl hin. Kann ich noch weiter? Nein, es ist nur Zweifer-Zoom. Na toll. Okay. Bin unterwegs. Ja, ja. Dude. Ich den wohl von hier aus treffe? Nö, nö. Nein! Och nö, Mist. Verdammt! Ich wollte eigentlich, dass ich den da aus dem aus dem Leben hole und nicht, dass er mit dem Heli abhaut. Geld erledigen, verschwinden all unsere Probleme. Wenn du den Bastard findest, warte, bis er gelandet ist. Und dann reiß diesem Schweinehund den Arsch auf und bring meine Tulip nach Hause. Jo, mach ich. Tu bloß meinem süßen Heli nicht weh. Nö, nö. Ich versuch's. So. Okay. Jetzt müssen wir das ein bisschen schlauer anstellen. Das heißt, wieder Schleich-Action. Ninja-Schleich-Action. Feindkontakt. Verdammt. Nochmal. Okay, liebe Freunde, wir machen das in der nächsten Folge. Das dauert mir gerade ein bisschen zu lange. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich in der nächsten Folge. Tschüss.